So, hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part meines CubeLPs. Heute mal ohne Facecam und der nächste Part um uns auch wahrscheinlich, weil ich heute wahrscheinlich zwei Parts in Folge einfach aufnehmen werde, wie ich das in letzter Zeit eh meistens so handhabe. Aber ja, ich hatte irgendwie heute keine Lust, die Facecam anzuschmeißen. Das war mir heute zu viel Aufwand, sage ich mal. Deswegen gibt es heute einfach mal einen Part ohne Facecam. Ich bin mir sicher, ihr werdet mir das vergeben, sage ich mal, dass ich jetzt ausnahmsweise mal ohne Facecam aufnehme. Wir sind auf Weapon Level 3, Armor Level 2. Ja, ich kann mich noch finster erinnern, das ist schon ein bisschen was her, dass ich das letzte Mal Cubeball aufgenommen habe, nämlich, also ein paar Wochen. Aber ich kann mich noch finster daran erinnern, dass wir aktuell, glaube ich, soweit ich weiß, immer noch ziemlich gut am Struggeln sind mit Gear. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob wir hier schon mal den Marker Lava Lake, ob wir das schon mal versucht haben. Ah, ist das da, wo die Freunde alle runter airdroppen? Ich glaube, das ist eh die Location. Die haben wir eh schon probiert, oder? Nee, die haben wir eh schon probiert. Nee, wir sollten uns eine andere Location suchen. Ich weiß noch ziemlich genau, dass wir aktuell am Struggle waren, geartechnisch. Und das sollten wir heute vielleicht versuchen zu beheben, sage ich mal. Und zwar werden wir das auf folgende Art und Weise tun. Ich gucke gerade, wie wir am leichtesten vielleicht zu dieser Arena und dann auch hier so hinkommen könnten. Und vielleicht auch dahin. Das sind alles hier ganz interessante Locations. Da haben wir auch einen Respawn-Shot. Wisst ihr was, wir gehen von hier aus. Würde ich sagen. Ja, warum nicht? Wir gehen von da aus. Wieso denn auch nicht? Gesagt, getan. So ein bisschen in diese Richtung, glaube ich, ne? Ja. Genau. Wir marschieren einfach mal los in diese Richtung hier. Und schauen mal, was wir da Schönes finden können. Ich hoffe natürlich auf guten Gear, auf gute Gear-Upgrades. Wir brauchen nicht wirklich gute Gear-Upgrades. Wir brauchen so ein paar mittelmäßige Gear-Upgrades. Die würden schon reichen. Übrigens gibt es tatsächlich auch schon neue News von CubeWorld. Fällt mir gerade mal so ein, wo ich gerade mal wieder CubeWorld spiele, habe ich jetzt gerade so gedanklich auch gerade überlegt, was noch so in Sachen CubeWorld aktuell Neues an Neuigkeiten gibt, ja. Und zwar gibt es aktuell mal wieder neue CubeWorld News. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video hochladen nach dem nächsten News-Video oder davor oder wann auch immer dieses Video online gehen wird. Ich vermute mal, dieses Video wird ein, zwei Tage nach dem nächsten CubeWorld News-Video dann online gehen. Das werde ich dann wahrscheinlich in ein paar Tagen aufnehmen, weil ich mittlerweile immer Content vorproduziere. Aber da werde ich dann bald wahrscheinlich ein neues CubeWorld News Video aufnehmen, da es jetzt endlich mal wieder neuen News-Content quasi gibt. Und dann ja, werden wir mal schauen, was der liebe Wolai da schönes Neues für uns bereitet. During his journeys in the Warden Hills, Arion found a wise woman from which he learned about Meta-Transformation. Okay, das ist eine... Er hat mit der menschgewordenen Transformator gesprochen. Dem menschgewordenen Trafo. Und da hat er dann gelernt, wie man nicht Strom transformiert, sondern Materie, apparently. Aber ja, ich bin schon mal gespannt, was der liebe Wolai. Ich habe es natürlich, wie ihr ja wahrscheinlich schon wisst, von anderen meiner Newsposts, sage ich mal, bin ich so jemand, der sich jetzt nicht die News schon durchgelesen hat, sondern ich gucke mir die immer zusammen mit euch an und gebe euch dann immer direkt mein ich wollte gerade das Gold-Deposit abbauen, aber das sind so ein paar miese, fiese Kultisten in der Nähe, die leider Legendary sind. Deswegen muss das Gold da leider erstmal davon bleiben, weil ich habe gegen die nicht wirklich eine gute Chance mit zwei Sterne. Grünem Weapon-Level, sag ich schon, mit grünem Armor-Level vor allem. Das Weapon-Level ist relativ wurscht. Wenn man genug Defense hat, kann man diese Freunde da früher oder später eh down kriegen. Ich dachte kurz, es wäre so ein Slime-Boss hier, aber das ist einfach nur so ein Stückchen Landschaft. Ja, was ich schon gesehen habe, ist natürlich die Überschrift auf jeden Fall von dem News-Post. Was stand da? Da ging es irgendwie um irgendwelche zwei neuen Viecher oder, das ist also zwei Gegner oder neutrale Kreaturen, was auch immer, bei denen Wola jetzt wahrscheinlich wieder neue Variationen eingefügt hat. Ich vermute mal, dass sie auch nicht neu sind, sondern es einfach nur. Wir sind Post und dann macht, oh, guckt mal, was ich für schöne Variationen von Viech XY eingefügt habe. Dass meine Meinung da jetzt nicht so die höchste von ist, habe ich eh schon ein paar Mal bekannt gegeben, dass ich lieber sehen würde, dass er was am Gameplay macht, als sowas halt. Aber hey, mal schauen, was er da für uns jetzt bereithält. Wir werden sehen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, vielleicht verlinke ich es jetzt gerade hier oben rechts in der Ecke gerade an dieser Stelle, dass das News-Video sollte schon raus sein. Vielleicht denkt da dran, vielleicht auch nicht. Ansonsten einfach mal auf meinem Kanal vorbeigucken. Da werdet ihr schon finden. Ich habe, glaube ich, auch mittlerweile eine Playlist für die CubeWorld News. Oder was heißt mittlerweile? Ich habe, glaube ich, auch eine Playlist für die CubeWorld News Videos, soweit ich weiß. Also einfach mal vorbeischauen und gucken. Und dann werdet ihr da bestimmt fündig werden. Da bin ich mir dann doch recht sicher. Wir gehen mal in diese Richtung, schätze ich mal. Ja, doch, es macht Sinn. Und schauen mal, was denn da hinten drin Sache ist in diesem kleinen feinen Türmchen. Ja, mein Treasure Spirit schlägt natürlich auch schon an. Macht auch irgendwo Sinn. Weil es da natürlich Schätze zu holen gibt. Die Frage ist, ob es da auch wirklich Schätze für uns zu holen gibt oder ob wir da wieder irgendein Accessibility, Movement, was auch immer Item bräuchten, um da überhaupt reinkommen zu können. Das sind mal wieder die Fragen, die sich mir stellen. Und die Antwort lautet, ja, brauchen wir. Das ist natürlich minimal suboptimal, also ganz minimal. So, da sind wir jetzt. Da gehen wir als nächstes hin, würde ich sagen. Und da vielleicht auch und da vielleicht auch. Die Frage ist, ob wir zur Arena hingehen wollen oder ob wir lieber in diese Richtung gehen wollen. Ich meine, im Endeffekt wahrscheinlich beides. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht zuerst zu der anderen Location, nicht zur Arena. Ich habe das Gefühl, die andere Location ist eventuell einfach ein Dungeon-Eingang. Okay, da ist ein Legendary Goblin. Oder so, da. Ja. Teldan Rams, ein Goblin, okay. Ja, ich wollte nur mal kurz gucken, wie er aussieht. Weil
I was curious, ja, das sieht so ein bisschen, das sah so ein bisschen lustig aus, deswegen dachte ich mir, guckst du dir mit lustigen Goblin an und so. Ach, ich hab's geschafft, den Stunt zu vermeiden, ha. So, da hinten haben wir den Respawn-Schein, den ich mir, glaube ich, eh auch schon markiert. Ah, da sind überall Gegner. Ja, die sind eh okay, die sind, die passen schon, die sind nur blau. Blaue Gegner sind jetzt nicht so krass. Dann wir holen uns erstmal den Respawn-Schein, dann gucken wir von da aus nochmal weiter. Ich wäre geneigt, zuerst zu der anderen Location zu gehen, weil es wahrscheinlich ein Dungeon-Eingang ist und dann zur Arena. Und dann gehen wir wahrscheinlich in Richtung Grüner Wald. Grüne Wald-Location. Weil wir die Arena nicht komplett abschließen werden, wahrscheinlich. Also, gehe ich mal von aus. Es sei denn, einer der, also, das Ding ist, ich kann die Arena halt anfangen. Die Arenen funktionieren ja so, dass sie quasi, in der Regel zumindest, spammen sie Bosse raus. Also, der erste Boss, dann der zweite, dann der dritte und irgendwie der vierte oder fünfte oder sowas frühestens, spätestens, so rum, ist dann in der Regel ein Legendary-Boss, den wir natürlich eh nicht down kriegen können. Aber vielleicht können wir die ersten zwei oder drei halt down kriegen und haben dann da eine Chance auf etwas Gear und so. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das wird sich dann gleich zeigen. So, den haben wir schon mal. Erstmal schauen wir, was das da Schönes ist. Auch das könnte ein Dungeon-Eingang sein. Oder irgendwas anderes Feines, Kleines, Machbares, hoffentlich. Ah, Hängleiter bitte. Mach mich nicht schwach, Hängleiter. Mach mich nicht schwach. Das war so nicht geplant. Aber wir leben noch. Passt schon. Ich habe irgendwie vergessen. Also, es war mir irgendwie klar, also in meinem Hinterkopf dachte ich mir, so war da nicht was, dass man den Hängleiter mit Air in der Luft rausholt, dass man dann irgendwie so einen übelsten Downward-Momentum hat, dass man irgendwie erstmal richtig fett runterfällt. Und in der Tat, da war was. Und das habe ich so halb im Kopf gehabt und so halb auch nicht. Gehört ihr zum Graveyard dazu? Ja und nein, irgendwie nicht. Zumindest wird mir noch nicht angezeigt, was es hier Schönes zu holen gibt. Auf dem Ikola Graveyard. Bisher erstmal noch gar nichts. Vielleicht irgendwas drin im Haus? Dungeon-Eingang vielleicht? Nee, okay. Schon mal kein Dungeon hier. Den Dungeon-Eingang, den hätte ich jetzt mittlerweile schon mit meinen Ulklein erblickt und so, mit meinem Glub schon, mit meinem Glubschieß. Genauso nennt man das. So, genauso bezeichnet man Augen als Glubschieß. You heard it here first. So, du bist ein Gem-Trader. Du bist auch nicht, was mich jetzt hier interessieren würde. Was mich interessieren würde, wäre nämlich, was es hier zu holen gibt. Ich tippe fast mal auf ein Item, das einfach am Boden liegt vielleicht. Oder bei den Freunden hier vielleicht irgendwie was. Hallo. Ah, da ist doch jemand gefangen da hinten, das sehe ich doch. Jawollo. Oh, ein Supply genommen. Das gefällt doch, muss ich sagen. Also das kann man auf jeden Fall mal machen. Der liebe Lano, der muss leider daran glauben, weil der hat hier den Schlüssel für den Supply genommen. Und den würde ich dann doch ganz gerne befreien. Das muss so kurz hier sein. Seine Minions auch noch alle wegkloppen. Dich, du musst leider daran glauben. Du auch. Es tut mir sehr leid. Also ihr seid leider... Ihr habt leider die falschen Faction Relations gewählt. Und deswegen müsst ihr jetzt leider alle sterben. Das ist... da kann ich leider auch nichts dran ändern. Ja? Also ihr seid leider die Bösen. Das Spiel ist der Meinung, ihr seid die Bösen und ich bin der Gute und so that's how it works, right? So funktioniert das. Bronze Key, Battle Tested, Lin, Shoulder Armor, Fair Woodstaff. Lin kann ich leider nicht equippen, aber wir haben eh schon was besser. Wir brauchen immer noch Chest. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen eben noch Chest Armor, oder? War da nicht was? Und ja, da war leider in der Tat was. Vielleicht droppt der uns nochmal jetzt irgendwie Chest Armor. Selbst weiße Chest Armor wäre gerade super. Ein Neat Golden Ring. Ich meine, das ist natürlich schon neat, dass wir jetzt einen neaten Ring haben, aber ich hätte dann doch schon ganz gerne lieber, ne? Und so. Naja. Was willst du da machen? Aber gut, so. Gehen wir jetzt hierhin weiter? Da hinten haben wir die Divine Harp. Damit könnten wir zum Beispiel das andere Ding jetzt hier gleich aufhebeln. Hier den lustigen gelben Turm hier in der Nähe. Da haben wir noch einen Respawn-Punkt. Da haben wir auch einen Respawn-Punkt in der Nähe von der Arena. Das Ding ist, wir könnten jetzt auch erstmal zu einer Town gehen und vielleicht erstmal gucken, dass wir uns hier ein kleines... Gear-technisches Upgrade zulegen, aber wisst ihr was? Nee. Wir werden erstmal ein bisschen weiter erkunden. Okay. Und exploren. Der hat gerade auch Spaß. Der liebe Freund hier, der liebe Dessen. Dessen, der Gnome, der freut sich so sehr, dass er da befreit ist, dass er erstmal sich lustig im Kreis drehen muss. Auf dem Ding, auf dem er da angekettet war vorher. Sehr interessant. Sehr interessant, Ding passieren da gerade. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. In diese Richtung, oder? Ja, genau, in diese Richtung. Und schauen mal, was es hier zu schauen gibt. Und zu sehen gibt und generell und überhaupt. Ne? Wisst du Bescheid? Ja. Während ich jetzt hier übrigens gerade wieder lustig durch die Gegend am Fliegen bin, könnt ihr mir lieben gerne auch per Luft-Eilpost gerne ein etwas zukommen lassen, nämlich ein Abo. Falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Das würde mich sehr freuen, auch mich sehr unterstützen. Ja. Ist glaube ich selbst erklärt, dass mich das freuen unterstützen würde. Als YouTuber freut man sich natürlich immer über Support jeder Art, übrigens auch Kommentare und Likes. Und ja, ich lese uns auch in der Regel alle meine Kommentare und beantworte auch die meisten, wenn nicht sogar alle. Deswegen auch das ist immer gerne gesehen, also haut mir lieben gerne auch da was in der Richtung raus. Arion List, die bis null. Mehr steht nicht, okay. Erstmal so ein fettes Ding hier errichten, so einen richtig fetten Schrein und dann steht da so Arion lives deep in the Snowlands. Da stehen so fünf Wörter oder so. Und dann dachte sich der Typ, der das geschrieben hat, das ist ein Meisterwerk. Es ist vollendet, es ist vollbracht. Und das steht jetzt hier.
Und hier ist direkt noch so ein Ding. Okay, cool. Das sieht mir nach einem Dungeon aus. Meistens sind das Dungeons. Wenn man hier so ein dickes Ding hat hier. So ein Ruinen-Ding hier. In den meisten Fällen sind diese Ancient Ruins oft in diesem Fall Gaion. Irgendwelche. Nee, in diesem Fall ist was anderes. Was ist das hier? Was haben wir hier für eine lustige Zusammenkunft? Okay, hier wird. Hier steigt die dicke Rave-Party auf diesem Unholy-Tomb. Aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Aber okay, cool. Tut mir sehr leid. Das ist. Der Antrag hat mich nicht erreicht. Das ist gesetzlich leider nicht gestattet. Wir leben hier in Deutschland und in Deutschland muss man das hier erstmal beantragen beim Amt. Und das geht so nicht. Das ist hier ein illegaler Rave. Das muss also, das ist hier gesetzlich nicht gestattet. Ja, also das muss ich hier leider unterbinden an dieser Stelle. Oh nein, bitte nein. Nicht Aua, danke. Aua bin ich nicht so der Fan von. Es sei denn, das hittet mein Gegner, dann ist das okay. Ja, ja, so sieht's aus. Ja, also dieser Rave hier, der ist gesetzlich leider nicht der ist nicht genehmigt. Da muss sich erst die Genehmigung eingeholt werden. Ich bin auch nur der Durchsetzer der Gesetze. Ich schreibe es hier doch auch nicht. Ja, aber das geht hier so nicht. Also, nee. Okay, so, das hätten wir. Habe ich das Ding hier gerade schon gelesen? Gucken, ob hier auch wieder so unfassbar packende Dinge stehen. Hier steht bestimmt drauf, in den Ancient Ruins of Gaion dürfen Raves auch ohne Genehmigung durchgeführt werden. Nach Grundgesetz, Abschnitt irgendwas, ja. Fast. The Finance of Korgor are inhabited by Teldantians since 3521. Vielleicht waren das Teldantians und die dürfen das. Ja, also das. Vielleicht stand es da doch, und das war jetzt hier leider dann doch unrechtmäßig, was ich gerade gemacht habe. Aber das, da können die sich jetzt auch nicht mehr gegen wehren. Ja, also das ist, wieso sind hier so viele Sterne? Wieso sind hier so absurd? Also, I mean, I get it. So ein paar Sterne, aber wieso habe ich hier, also, manchmal frage ich mich wirklich, wieso ich so, aus irgendwelchen Gründen, wobei doch, ich glaube, ich weiß sogar warum. Wahrscheinlich, weil ich mir dachte, dass es hier ein Dungeon-Eingang wäre. So, oh, hier, da ist ein Dungeon-Eingang. Das musst du dir angucken gehen. Ja, das ist mir wahrscheinlich durch den Kopf gegangen. Vermute ich jetzt mal so spontan. Macht also schon irgendwo, aber es sind schon sehr viele Sterne, muss ich sagen. Gut, wir machen einen kleinen Abstecher in diese Richtung, weil dann Respawn Shrine ist. Und danach machen wir einen kleinen Abstecher Richtung Arena. Gucken, wie weit wir da kommen. Und danach würde ich sagen, sollten wir dann noch keine grüne Chest Armor haben, weil ich glaube, wir haben jetzt grüne Chest Armor oder generell grüne Items in den Shops der Städte hier freigeschaltet. Eventuell sogar schon blaue an, ja, es sollten nur grüne sein. Ich glaube, wir haben gerade die grünen Items freigeschaltet. Ich bin gerade überlegen. So oder so, wir werden danach auf jeden Fall, sollten wir noch keinen krasses Gear-Upgrade in Richtung Chest-Armor haben, werden wir dann einen kleinen Abstecher in Richtung Stadt machen und werden dann da ein bisschen shoppen gehen, beziehungsweise werden uns da hoffentlich eine grüne Chest-Armor kaufen. Hoffentlich darum, weil ich nicht weiß, ob der Shop überhaupt einen haben wird. Das ist immer so eine Sache. Ja, ab hier können wir hängen bleiben, glaube ich. Das passt schon. So, wieder einmal aufwärts. So, jetzt kann ich wieder loslassen. Stamina regenerieren. Kommen wir bis da hinten hin? Vielleicht, maybe. Oder hinten haben wir noch so einen lustigen kleinen Turm auch. So einen lustigen kleinen Turm, in den wir wieder nicht reinkommen können, wahrscheinlich. Weil die meisten davon immer abgesperrt sind. Und wir haben, glaube ich, noch nicht ein einziges Accessibility-Item. Beziehungsweise eben auch die Mage Tower noch nicht geklärt in dieser Region. Oh nein. Das wird eine Hochlandung. Uff. Ah, nevermind. Okay, Glück gehabt. Das ging gerade nochmal so gut. Kann es sein, dass das Bruchlanden schwieriger wird, wenn man mehr Movement-Items hat? Weil ich habe mittlerweile eine ganze Menge Artefakte für Hanggliding-Speed-Up. Es kann gut sein, dass Bruchlanden quasi schwieriger wird. Wenn man quasi mehr Speed hat einfach, dass man dann nicht so schnell, weil man dreht sich ja immer so zur Seite weg. Ich gestikuliere gerade wieder lustig IRL rum, aber ihr seht es heute nicht, weil ich keine Facecam habe. Aber ja, man dreht sich immer hier so zur Seite weg, ne? Und dann dreht man sich so, macht man so einen 180 quasi und dann stürzt man ab. Aber ich kann mir gut vorstellen, weil ich jetzt erhöhten Movement Speed habe, oder wie viel haben wir denn? 191% Hanggliding Speed. Das kann gut sein, dass wir quasi schnell genug sind, dass das entweder gar nicht mehr oder fast gar nicht mehr passieren kann. Ja, aber wenn man doof ist, passiert, ne? Also das... Das ändert sich natürlich nicht, ja. Also persönliche Blödheit ist nach wie vor vorhanden. Und sorgt immer dafür, dass ich natürlich schon mal abstürze, weil ich halt gegen eine Kante fliege. Ja, da kommen wir nicht rein. Das ist natürlich wieder. Im Endeffekt ist es wie erwartet, ja. Hier sollte ich auf jeden Fall auch rüber hängen können über die Lava. Hallo, bitte einmal nach oben. Vielen Dank. So. Waren wir in dem Punkt da schon? Ich meine, er ist noch markiert. Ich glaube, wir waren da noch nicht, oder? Waren wir da gerade? Nee, der ist so nah an der Arena. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Den werden wir jetzt auch mal kurz ganz fein auskundschaften. Und werden dann sehen, dass es da ganz fein nichts von uns gibt, wahrscheinlich, weil wir nicht reinkommen. Ist jetzt so meine Vermutung. Ich will jetzt nicht drauf wetten, aber eigentlich könnte ich drauf wetten, weil das ist eigentlich immer so. Ja, da ist die Mage Tower Barrier davor und da drin haben wir, eine Truhe sogar. Da könnte was Gutes drin sein, aber naja. Naja, wir werden es leider nicht erfahren. Da wird er ohne weiteres noch nicht durchkommen. Dann würde ich sagen, geht's auf Richtung Andur Arena, anscheinend. So heißt diese Arena, ja. Und dann schauen wir doch mal, wer hier unser Arenameister ist. Es handelt sich dabei um niemand geringeren als Gortor, den Ork des Blutachs-Clans. Seid ihr Freunde? Ihr seid keine Freunde, dann müsst ihr leider sterben, weil sonst... oh, das ist auch mal ein cuter Schmerzschrei.
Tut mir fast leid, dass ich die gerade getötet habe. Vor allem, weil die so schwach waren. So. Kommt irgend so ein Typ rein, so ein Level 9, 9 Trilliarden Mage und killt eine gesamte Party einfach weg. Und einer macht dann so, ja. Naja, was willst du machen? Die hätten halt gleich uns im Fight gestört, bevor jetzt mal kommen. So, oh mein Gott, die armen, was waren das überhaupt? Ich weiß gar nicht, was das waren. Die armen Gnoblins, Goblins, was auch immer. No, oh no, oh no, oh nein. Ja, sorry, dem mache ich gerade auch ein bisschen dizzy, den Freund. Was hat der überhaupt für Schulterrüstung? Was hast du für Schulterpanzerung an, mein Freund? Und jetzt so einen typen kleinen Totenkopf hier als Gürtel oder sowas an. Anyways, ja, es ist. Die stören sonst gleich im Fight, deswegen. A new challenger entered the arena, deswegen muss ich weggehen. Sonst laufen die mir hier gleich rein und dann ist es ja schlecht und dann. Ne? Ja, ihr versteht schon. So, Seda und Ola. Ganz klar. Fangen wir mal an mit Seda, der hier die Dodge-Skills raushaut. Ja, okay, den kann ich einfach face-tanken, glaube ich. Dann muss ich nicht mehr wirklich dodgen. Okay, das soll ich dodgen. So, das dodgen wir lieber mal, weil das macht dann doch ein bisschen mehr Damage wahrscheinlich. Aber noch ist der Freund hier. Ui, ja, das macht schon ganz gut Damage, aber ich kann mehr oder weniger gegenhealen, solange ich in meinem blauen Feld hier stehe. So, ich würde sagen, wir finishen den Form eben kurz. Nevermind, er ist noch am Leben. Ich dachte jetzt irgendwie meine Bubbles für mehr Damage machen. Na, geheilt wird nicht. Nee. Heilen ist nicht mein Freund. Hier wird ganz brav gestorben, ohne gegen zu heilen. Nur ich darf gegen heilen, weil ich heile ja auch nicht gegen, sondern das ist einfach passiv. Ja. Das ist, da kann ich ja auch nichts für und so. Ja. So, Battletest Iron Mace und Decorated Iron Axe. Das sind beides Items, die ich nicht gebrauchen kann. Jetzt muss auch der liebe Oda noch dran glauben, hier der Crawler. Ich kann ja auch nichts für, mein Freund. Ich will doch auch nur hier die Arena gewinnen und so. Deswegen, da musst du leider für sterben. Das, I don't make rules. Da musst du mit dem lieben Ork da reden. Das ist aber auch hier, also, das ist aber hier auch nicht genehmigt, ja. Also, keine Genehmigung zum Klonen duplizieren. Da musst du auch erstmal hier, ne? Also, nee. So. Decorated Iron Dagger, Bomb. Ach, stimmt, wir haben eine Bombe genutzt, oder? Also mehrere Bomben, glaube ich sogar. Haben wir Max-Bomben jetzt wieder? Nee, haben wir noch, sogar noch gar nicht. Zwei Bomben fehlen zum Max-Deck. Also, ist es egal. Man nutzt die halt so selten. Aber man braucht sie ja zwischendurch schon. Deswegen freut mich immer zu sehen, dass ich meine Bomben wieder aufpasse. Was geht denn da ab? Okay, der hat ganz viele Minions hier, der liebe. Wie hieß der Andor? Fangen wir mal an mit diesem Freund hier. Dem Desert Onionling. Das ist aber auch ein seltener Gegner. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Desert Onionling gesehen habe. Kommst du mal hier rüber? Das ist ganz brav. Vielen Dank. Wieso bist du jetzt auch auf mich geagrot? Nee. Das ist aber hier auch nicht. Ah, er ist gar nicht geagrot. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Ja genau, geh mal brav darüber. Das ist lieb. Lass dich nicht davon stören, dass hier gerade deine ganzen Freunde alle um dich einfach one by one, one-v-one und weggemetzelt werden. Das ist ganz normal. Also das gehört dazu. Ne? Das ist ein ganz normaler Arbeitstag hier und so. Also alles gut. Du auch. Ja, also komm mal hier rüber. Ich hab gehört, hier gibt es irgendwie interessante Dinge und du musst mal hier. Na, kann mein Pet. Ich hätte es bevorzugt, wenn mein Pet noch leben würde, aber. Was machst du jetzt für lustige. Okay. Ich roll einfach mal vorbei und das hat sich ja sehr gelohnt, mein Freund. Ich hätte es bevorzugt, wenn mein Pet jetzt noch am Leben wäre, aber es passt schon, I guess. Hauptsache das Pet steht nicht so da, dass ich halt kämpfen muss direkt neben dem Bossgegner, weil das Ding ist, die haben halt Spider-Senses. Die haben Spidey-Senses, basically. Wenn du einen Gegner in der Nähe von denen fightest, auch wenn der hinter ihm ist quasi, dann bekommt er es teilweise noch mit und dann aggrost du den und dann bad times ahead und so. Ja, den muss ich aber, glaube ich, leider ein bisschen erwähnen, weil der macht schon ein bisschen mehr Damage und ich vermute mal, dass der Großhit von dem sogar ordentlich okay, aber zumindest der Großhit schon ziemlich langsam. Den kann man gut erkennen, wenn er kommt. Kurz das blaue Feld reinstellen, ein bisschen auf Distanz gehen hier wieder. So. Ah, sehr gut. So wollen wir das doch sehen. So, Damage reinspammen, evaden. Wann macht er so einen Angriff? Gar nicht, okay, cool. Passt schon. Bitte einfach einmal knocken. Vielen Dank. Ah, den haben wir gleich. Der ist relativ easy. Sagte er und starb dann instantly von einem 9 Trilliarden Damage Hit. Ich greife fast mal eine Combo Break davor in dir. Stattdessen break ich lieber ihn und kriege Leftovers, sehr schön. Blaue Leftovers, das sieht man gerne. Da wir eh bald vorhaben, in die Stadt einen kleinen Ausflug zu machen. Das passt schon. Oh, der winkt mir sogar noch ganz nett zu hier. Jo, hallo, mein Freund. Okay, also dieselben geht noch normal. Alles klar, aber diesmal halt noch ein bisschen stärker. Ich glaube, die schaffen wir diesmal nicht. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, überhaupt, die schaffen wir wahrscheinlich diesmal nicht. Ah, Combo bilden, ja. Combo ist jetzt echt wichtig. Ne, die schaffen wir nicht. Also, allein den schaffe ich schon nicht. Aber ich würde es gerne trotzdem. Oh, der Leftovers gedroppt. Ne, was hat er gedroppt? Ne, das ist ein Pet-Food-Item. Schade. Ist das hier? Ah, Schrott, okay. Das ist schon ziemlich strong. Wir können es versuchen. Weil der Boss gerade war halt nicht so schwer, ne? Also ich weiß nicht, ob der jetzt hier stärker ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind alle ungefähr gleich stark, diese ganzen Gemüslinge hier. Aber wir können es mal probieren, ja. Also das Problem ist halt die kleinen Hits von den kleinen Gegnern sind jetzt halt schon so krass.
wie die normalen Hits oder die kleinen Hits von dem Boss gerade vorhin. Ist halt das Problem. Ich glaube da jetzt nicht so wirklich dran. Muss ich jetzt ganz offen ehrlich zugeben. So wirklich dran glauben, dass das hier noch was gibt, tue ich jetzt nicht, aber wir werden es mal probieren. Oder wisst ihr was? Wir werden den Minions hier noch, Minions hier noch töten. Wobei wir haben gerade eine Kombo, ne? Wir haben gerade eine ordentliche Kombo. Ne, wir werden es probieren. Weil wir sind eigentlich schon am Ende der Aufnahmezeit des heutigen Videos angekommen. Aber da ich jetzt gerade eine Kombo habe, werden wir es noch einmal probieren. Oh, die Kombo ist. Das ist so gut. Das ist so gut, dass ich die Kombo jetzt halt noch habe. Ansonsten hätte ich gesagt, ich mache jetzt den Cut hin. Oh Gott, macht hier viel Damage. Wir probieren es einmal. Wir probieren es auch wirklich nur einmal, glaube ich. Also das brauche ich kein zweites Mal probieren. Das. Wobei. Der nimmt halt schon ordentlich Damage, ne? Ah, Kombo nicht breaken lassen. Hallo, Mana. Danke. Okay, Knockout, komm, du musst K.O. gehen, mein Freund. Du musst K.O. gehen. Du musst jetzt gleich K.O. gehen. Kombo nicht breaken lassen. Kombo nicht breaken lassen. Die K.O. Bitte? Bitte einmal K.O. Nein? Ich bräuchte gerade echt den K.O., Mann. Ich bräuchte ihn gerade echt dringend. Ich bräuchte den K.O., also ich. Ja, gut, das war's. Wie viel hat er noch? Ich kann es eh nicht sehen, aber viel. Nee, den kriegen wir nicht. Also, vielleicht. Wenn ich den Ultra Try hatte, kriegen wir den, aber danach kommt eh noch ein weiterer Boss und das macht keinen Sinn. Ich würde sagen, ich werde die Folge an dieser Stelle beenden. Vielleicht probieren wir es noch einmal am Anfang der nächsten Folge. Vielleicht schaffen wir das Ganze dann instant. Oder oben haben wir auch noch. Da könnte ein Item liegen. Ne, das machen wir am Ende, sag ich schon, am Anfang der nächsten Folge. Wir werden gucken, ob da oben ein Item liegt, weil da liegen immer entweder Lore irgendwas, also Lore, das ist entweder Lore Shrine da oben, oder da liegt ein Item. Es kann sein, dass da einfach ein Legendary Item liegt. Das ist tatsächlich im Bereich des Möglichen. Deswegen, wir werden am Anfang der nächsten Folge wahrscheinlich dahin gehen. Und dann gehen wir gleich shoppen. Also gleich im Sinne von in der nächsten Folge, die für mich jetzt gleich direkt aufgenommen werden wird. Deswegen, für mich ist das gleich. Für euch ist das wahrscheinlich in so einer Woche oder so. Ich lade in der Regel so einen LP-Part von meinen LPs so pro Woche hoch aktuell. Kommt ungefähr hin, glaube ich. Wie auch immer, das wäre es soweit für das heutige Video. Wir sehen uns dann im nächsten Part, im nächsten View, was auch immer Video ist. Muss ja nicht mal der nächste Part sein. Ihr könnt auch gerne andere Dinge auf meinem Kanal gucken. Ich lade ja auch viele andere lustige Dinge hoch. Deswegen schaut da lieben gerne vorbei. Aber das wäre es soweit von mir für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich kann euch gar nicht zuwinken, weil ihr seht mein Facecam nicht. Aber stellt euch einfach vor, dass ich euch gerade zuwinke. Deswegen, ja. Tschüss.